Zwischen Spanien und Frankreich gelegen, ist das Fürstentum Andorra eine Besonderheit, ein politisches Kuriosum. Seit über 1000 Jahren hat das winzige Land seine Unabhängigkeit zwischen zwei mächtigen Nachbarn bewahren können. Andorra ist 468 Quadratkilometer groß und hat 84.000 Einwohner. Andorra ist ein Gebirgsland mit 65 Berggipfeln, wovon einige über 2000 Meter Höhe erreichen, womit Andorra eines der höchsten Länder Europas ist. La Massana liegt in 1230 Meter Höhe und hat 10.000 Einwohner. La Massana ist ein Städtchen mit besonderer Struktur, in der die malerischen typischen Häuser mit modernen Konstruktionen abwechseln. Im Zentrum des alten Ortsteils steht die kunstvolle romanische Kirche mit ihren eleganten rechteckigen Glockenturm und pyramidenförmigen Dach. Sie wurde im 12. Jahrhundert erbaut.
Die andorianische Hauptstadt Andorra la Vella ist mit einer Höhe von 2029 Meter die höchste Stadt Europas und hat 23.000 Einwohner. Die Casa della Val ist ein altes Herrenhaus. Seit 1580 gehört das Gebäude dem Rat der Täler. Das Gebäude sieht wie eine alte Festung aus und hat sein mittelalterliches Profil bewahrt.